I'll not be defeated. What is the logical power? Fire. Oh, flames. Rage. Strong. Drei Runden noch. There you go. What is the logical course of action? Oh, flames! Rage! Wrong! Schaffen wir, oder? Let's do this! Okay, so weit, so gut. Zwei Runden noch. Here I go. Ja, zwei Runden noch, I know. Feuer. Oh, flames. Rage. Wrong. Ja, das klappt. Das klappt. Hoffe ich. Out of my way. Well then. Heilen ist nicht. Nee, Angriff. Oh, das war dumm. Egal. Nice try. Jo. Eine Runde noch, komm, jetzt aber. I'll not be defeated. Na, wir heilen uns lieber mal. Let your wounds be here. Ah, das ist ja blöd. Here I go. Die! Nein. What is the logical course of action? Feuerball. Oh, flames. Rage. Wrong. Gut. Jetzt müssen wir sie nur wegbekommen. Nice, alle drei. Vier. Awesome. Sauber. Korb voller anregender Pflaumen. Dies ist die erste Flamme von Elfric. Das Feuer, das er von den Sternen herabholte. Ist das ein Asteroid? Wahrscheinlich. Sie ist so wunderschön, so strahlend wie die funkelnden Sterne am Nachthimmel. Ophelia, du wurdest für würdig befunden, die heilige Flamme zu tragen. Strecke deine Hand aus und nimm Elfrics Lohe. Die Lohe, das muss sie sein. Die Lohe, das muss sie sein. Danke für dein Follow. Das ist die heilige Laterne, die für den Entfachungsritus gebraucht wird. Elfrics Lohe. Liana. Liana, bitte vergib mir. Hoffentlich tut sie das. Ich muss zurückheilen. Eilen. Liana, wie geht es seiner Exzellenz? Oh. Er schläft noch, aber es scheint ihm jetzt besser zu gehen. Wo bist du gewesen, Ophelia? Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. You see. Liana, es muss dir unbedingt etwas sagen. Meine Töchter. Father? Your Excellency. My apologies. Verzeiht mir, meine Mädchen. Verzeiht mir, dass ich euch solche Sorgen bereite. Solche Sorgen. Sieh mich nicht so traurig an, Liana. Ich werde schon bald... Father? Yes. Ich werde schon bald wieder gesund sein. Doch jetzt ist nicht die Zeit, um sich zu sorgen. Der Ritus. Sie erträgt es einfach nicht. Liebs Liana, denn mal los. Your Excellency. Eure Exzellenz, ich muss mit euch sprechen. Und danke fürs Hosten. Yes. Was hast du denn, Ophelia? Yes. Ich möchte die Wallfahrt antreten und an Lianas Stelle den Entfachungsritus vollziehen.
What? Ist das Elfrigs Lore? Ophelia, du! Ophelia. Eure Exzellenz. Du bist ja darüber im Klaren, dass es eine schwere Sünde ist, die Höhle des Ursprungs ohne Erlaubnis der Kirche zu betreten. Ja, Eure Exzellenz. Ophelia. Ophelia, aber warum? Lyanna. Lyanna, bitte lass uns jetzt allein. Ich möchte mit Ophelia und der vier Augen reden. No. Aber Vater! Vater! Yes. Keine Sorge, ich werde deine Schwester nicht bestrafen, Lyanna. Aber es gibt Dinge, über die wir sprechen müssen. I understand. Ich verstehe, Vater. Sei bitte nur nicht zu hart zu ihm. Mit ihr. Zu ihr. Egal. Ja. Ja? Okay, tschüss. At least it would seem you came through your ill-advised journey in one piece. I did, Your Excellency. And I can assume you set out with no preparation to speak of. For all your quiet dignity. I am sorry, Your Excellency. Oh, Ophelia. I only hope that this kindness of yours will not be your ruin. Your Excellency? You journeyed to the Cave of Origin so that Lyanna might stay here with me, did you not? I did. I will inform the Pontiff that there has been a change in plans. And that you will perform the kindling in Lyanna's stead. Speak with your sister, and learn what she has these many months. Your instruction will be abbreviated, but I know you are up to the task. Your Excellency! Your kindness brings warmth and light to all around you, Ophelia. Just as does the sacred flame. Your Excellency, I... Wieder eingeratzt, hä? Opfer. Ah, ne. Ophelia, when I first took you in, I had a dream. A dream, Your Excellency? A dream of you, bearing the flame into the world. Looking back now, I realize it was an omen of what was to come. Lyanna is a fine daughter, my pride and joy. She has served as a daughter of the church far better than I had any right to expect. But I know that it has not come easily to her. She has given up much of her true self to be who she must be for the church. I have not yet told Lyanna, but I fear that I am not much longer for this world. Sag ich doch. But Your Excellency, the healer said... I trust that I know my body better than any other. Your Excellency... Oh, Ophelia. I am so proud of you and Lyanna both. Promise me that you will love one another forever. Your Excellency, I... Father, please, please don't leave us. Thank you, Ophelia. And with that, I should be off. Do take care. Take care yourself. I think Father was looking a little better today, don't you? Ma. We nearly had to tie him to his bed. He so wished to be here too. It's good to know he's acting more like himself again.
Cordelia. I owe you an apology. Ja, aber auf jeden. Whatever for, Leona? When I first heard that you would go on the pilgrimage in my stead, to tell you the truth, I was relieved. The thought that I could stay here with Father instead of worrying about the kindling? I knew you would be putting yourself in great danger, and yet, I was so happy. Can you forgive me, Ophelia? Gerade so. Oh, please. I am the one who should apologize. I have no right to be here and, well, here I am. I know that you only wanted to help me. And knowing that you will perform the right in my stead makes me happier than anything. Thank you, Leona. And so my journey begins. To Saintsbridge, Goldshore, and finally back to Flamesgrace. Light the flames in each town. Perform the kindling as our forebears have. I'll be gone for a while. But if ever you or Father need me, pray send for me at once. Thank you, Ophelia. Really do take care of yourself, okay? Let us see how Saintsbridge and the Riverlands treats me. Till we meet again, dear sister, may the sacred flame light your path. And may it ever shine its warmth upon you. Und so machte sich die Klerikerin auf eine Reise, die nie die ihre war. Sie muss den Entfachungsritus vollenden, der alle 20 Jahre durchgeführt wird, um zu ihrer geliebten Familie zurückkehren zu können. Wo wird diese unerwartete Reise sie hinführen? Das wissen allein die Götter. Ja, bin ich echt mal gespannt, wo die hinführen. Der Entfachungsritus. Okay, cool. Dann sind wir jetzt hier, glaube ich, erstmal soweit durch. Ah, Jesse, danke. Moment, ich save dann mal. Und dann. Ah, was geht hier ab? Na? Hallo? Hallo? Wie schön, auf ein neues Gesicht zu treffen. Ich heiße Miles. Mir wurde vor kurzem die Ehre zuteil, in die Reihen der Ardante-Ritter aufgenommen zu werden. Mein verstorbener Vater, er ruhe in Frieden, gehört ebenfalls zu den Ardante-Rittern. Einen wunderschönen guten Morgen. Er wurde allerdings unehrenhaft entlassen, weil er mitten in der Schlacht Fahnenflucht beging. Selbst heute, nach so vielen Jahren, fällt es mir schwer zu glauben, dass diese Verleumdung wahr sein soll. Mein Vater hätte seine Kameraden niemals im Stich gelassen. Okay, das ist so, beginnt die Geschichte, das ist toll. Ja, hier gibt es noch mehr Quests. Die nehmen wir natürlich mit. Wo ist es? Wo? Ah, da drin. Ah, da drin, hä? Jawohl. Gewissenhafter Schüler. Es hilft nichts, ich verstehe es einfach nicht. Das war's, es ist vorbei, meine Forschung ist am Ende, ich bin am Ende. Meine bisherigen Forschungen weisen eindeutig darauf hin, dass dieser Eisriese Jotun irgendwo in diesem Land haust. Aber ich finde keinen Beweis. Wenn es doch nur irgendeinen Beleg dafür gäbe, dann wären meine Jahre der Forschung nicht umsonst gewesen. Okay, wir bleiben in dieser Gruppenkonstellation erstmal. Aber wir gucken auch erstmal, ob da nicht noch eine Quest ist. Nee, okay, der steht da in der Ecke rum. Das ist natürlich meh. Alles klar, gut. Wir gehen erstmal hier raus. Ist natürlich jetzt erstmal checken, wohin überhaupt. Primrose Chapter 2, empfohlene Stufe 21. Das heißt, wir gehen nach Svarki und holen uns Hanit. Jetzt die Frage, wie komme ich da hin? Oberum raus und dann dahinter wahrscheinlich, ne? Westliche Wildnis vom Flammhult, da müssen wir durch. Okay, cool. Let's do this.